heute diesmal. Danke. Danke, Jesus, dass du uns herausführst aus unseren Befangenheiten, unseren Beschlagnahmen. Dass du uns eine neue Freiheit schenkst, dich anzubeten, dich zu preisen. Danke, dass wir nicht länger Sklaven sind, die hin und her gehen werden von den Dingen dieser Welt, sondern frei in dir, deine lieben Kinder. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me. You unravel me. I am the child of God.
child of God. Thank you.
Preist den Herrn nochmal bei ihren Worten, dass euch jetzt ins Herz liegt. Oh,
Segner des Wortes, das immer schwerer fest dran ist, und wir so immer mehr unser Herz sinken lassen können und überformt werden von dir. Und mehr das Gleichnis deines Himmels geformt werden. Amen. Heute gibt es mal kein Evangelium, sondern heute mal eine Lesung, die erste Lesung, weil sie auch zusammenhängt mit dem Evangelium, aber ich glaube, man kann einiges besser darstellen in der Lesung. Lesung aus dem Buch Exodus im 17. Kapitel. In jenen Tagen kam Amalek und suchte den Refidim in den Kampf mit Israel. Da sagte Mose zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während Mose Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels mit ihm stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn und er setzte sich drauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, sodass seine erhobenen Hände oben blieben, bis die Sonne unterging. So schwächte Josua Amalek und sein Heer mit scharfem Schwert. Wort des lebendigen Gottes. Es gab ja mal eine Zeit, da war das neue Gotteslob angekündigt. Ne, ihr erinnert euch noch. Da dauert ein bisschen und es war immer angekündigt. Und ich hatte in mir schon mal überlegt, wie wird es das in dem Lied sein, mir nach durch Christus unser Herr hält. Habe ich fast schon selten abschließen können, dass eine Strophe fehlen wird. So war es denn auch. Die dritte Strophe fehlt in dem Lied heute, das aber abgedruckt ist. Da geht es darum, dass dann der Feldherr voran die Bresche schlägt im Kampf und nur ein böser Knecht stillstehen kann, wenn er den Feldherr alleine vorangehen wird können. Das fehlt einfach. Wahrscheinlich das auch deswegen, weil es heute den Leuten so gut geht, dass sie keine Kämpfe in ihrem Leben auszustehen haben. Oder? Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, da ist eine Verkürzung in dieser Formel des Aufschreibens da, weil man bestimmte Bilder, die auch hier benutzt werden, heute in dem Buch Exodus, nicht mehr versteht, in der Volltiefe, die wir eigentlich gemeint haben, nämlich, dass wir immer wieder berufen sind zu einem inneren Kampf. Und von dem möchte ich mal heute mit euch mal einladen, einzugehen, was das bedeutet. Braucht Gott Israel, um mit Amalek fertig zu werden? Ägypten ist ein Ausdruck und das Ganze. Braucht er konkret Mose, braucht er die Leute, die da kämpfen? Braucht er es nicht? Warum macht er das also? Warum ruft er hier Leute in den Kampf? Warum schickt er Mose auf den Berg? Warum eben Aaron und Hur mit dem Berg? Ich glaube, das sieht man ganz klar in der Bibel, wo man zusammen wieder liest, wo man merkt, Gott hat eine unglaubliche Freude daran, wenn wir an dem Werk mitarbeiten, was er für uns hat. Er möchte nicht einfach Dinge nur für uns tun, dass wir Zuschauer sind, sondern er möchte, dass wir teilhaben am Ganzen. Und so erzieht er quasi Israel zu dem, was nachher auch in dem Leben besonders stark vorkommt, nämlich dieses Vertrauen, auf das man nicht sieht. Beim ersten Mal, das ist der Auszug aus Ägypten, das sind die Anspielungen, also dieses Durchziehen, die Befreite, da musste Gott fast alles machen, weil das Volk in der Lage war, etwas zu tun. Jetzt, nachdem sie schon ein paar Jahre durch die Wüste gestapft sind, haben sie vielleicht schon ein bisschen mehr gemerkt, worum es ging, und fangen an, ihnen zu vertrauen. Aber immer noch ist es noch nicht so, dass es alles von alleine geht. Darum diese direkte Verbindung. Er gibt Mose den Auftrag, etwas zu tun, und das Volk muss mittun. Es ist nicht so, dass der Mose jetzt sozusagen den Zauberstab in der Hand hat, sondern es geht darum, das Wort Gottes zu verlassen und es dann zu tun. Und damit es in sozusagen pädagogische Wirkung gestaltet beim Volk, sieht es, wenn es schwächer wird, dass Mose die Hand sinken ließ. Dass also die Gebete, die für sie eintreten, schwächer werden.
bis dann mit seinem Bruder Aaron, der Priester, die Hur, einer von den angesehensten Ältesten in Israel, ihm hätten helfen. Mose ist nicht mehr allein, er betet nicht mehr allein für das Volk, die beten gemeinsam. Und in der jüdischen Tradition ist es schon so, dass diese beiden ausgestreckten Arme und die Hilfe, die dann untergesprungen werden, in Gerechtigkeit und Treue sind, als Symbol dafür. Das ist insofern auch schon über Gerechtigkeit, meint er nicht nur das, was wir aber heute unter Gerechtigkeit verstehen, sondern meint er das gute Verhältnis zu Gott in der Bibel. Es ist ja nicht nur sozusagen eine Verfahrensgerechtigkeit, die wir sonst begreifen, sondern es geht wirklich darum, dass ein gutes Verhältnis zwischen allen besteht. Und das entsteht eben durch den Kult am Tempel, für den ja in der Ahnung als Bild dann auch steht. Dieser Gottesdienst, der dann läuft. Und auf der anderen Seite, wo der Treue da ist und einen Arm auf dem Tuch hat dabei. Also eine gute Gewohnheit, die ich habe, hilft mir, in Treue dazustehen und für die Menschen einzustehen, die mir der Herr aufs Herz legen geht. Und das Entscheidende ist, dass ich nicht nur allein macht, allein machen kann, sondern dass sein Bruder uns ja nur noch mithelfen, dieses zu tun. Aber eben nicht nur die Übertriebweise, sondern auch die anderen Gründe, die in der Ehe kämpfen. Das Entscheidende ist hier, was deutlich wird. Es bildet sich eine Gemeinschaft, ein Körper, der auch die geistige Welt umfasst. Man hat die Menschen im Alltagsgeschäft stehen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, dieses und jenes in den Gebet zu verbringen. Man hat die Menschen, die stärker dafür beten. Aber entscheidend ist, dass sie beide begreifen, dass es nur einer ist. Dass wir in Christus eins sind. Und dass die beten, nicht vor sich hin beten und einfach nur in Löcher in Luft schlagen, sondern dass es Menschen sind, die die Anliegen der Welt, die Anliegen, die Gott auf dem Herzen vor ihnen holen. Und dass die, die in der Ehe kämpfen, immer wieder sehen, dass für sie gebetet wird. Und davon Kraft auch schon, die ich erschrecken lassen. Und dieses in Treue zu tun, zu wachsen, in ihrem Vertrauen darauf, dass dieses Wort trägt, was die Israelis hier noch sieht, soll bis dahin kommen, dass wir immer wieder neu den Christus folgen, den Gesalbten, der für uns diesen Weg gegangen ist und eben noch nicht gesehen am Kreuz, was passiert. Der gestorben ist aus Liebe und alles von Gott zurückgehält. Und diese Einladung, in diesem Glauben und das Vertrauen hineinzukommen. Und manchmal am Schluss, weil das Plan in einem Traum erzählen möchte. Sein, um den Platz zu verlassen. Und ich wusste auch, dass es
wenn man Dinge nicht sieht im Gebet, dass sie was bringen, neigen wir oft dazu, die Geduld zu verlieren, oft dann irgendwann aufzuhören, aufzugehen. Und vielleicht ist man wie bei der Bekannten schon kurz davor, vor dem Durchbruch, den Gott schenken möchte, und man hört einfach auf. Oder auch auf der Ebene, dass, das wusste ich auch, oder habe ich so geahnt, dass es auch für mich gilt, dass ich schon ziemlich lange auf eine bestimmte Antwort warte von Gott auf eine Weisung. Und das ist wirklich schon ziemlich lange. Also alle, die mich kennen, wissen, wie lange. Und dass ich zwischendurch immer wieder denke, oh, ich gebe jetzt auf. Jetzt mache ich was und irgendwann ist mir egal. Das tue ich aber doch nicht, weil ich spüre, es ist falsch. Also auch auf der ganz praktischen Ebene im Leben, diese Führung, diese Hinweis von Gott eben nicht abgewartet zu haben, sondern dann einfach selber loszurennen. Und diese Verzögerung, die Gott oft in Dinge reingeht, ich würde es jetzt deuten, dass er unsere Geduld einfach nochmal so ein bisschen wachsen lässt dadurch und auch diese, vielleicht ein Stück diese Herzensprüfung auch, dass wir wirklich in dieser Treue bleiben. Also ich für mich habe das als solche Antwort gesehen und ich denke mal, das wird wahrscheinlich jeder irgendwie kennen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und so segne und behüte euch, die ihr im Herzen tragt. Alle, für die wir gebetet haben und beten, alle hier im Hause, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bevor wir hingehen in Frieden in den Pavillon, noch ein paar Bemerkungen und daher nicht gründen, das Angelika Mutter spenden. Und danke, Herr Mutter. Die wird eigentlich nicht mehr.